Ah, der Marshall ist da. Ah. Raus. Frankie, du musst mir tatsächlich einen Gefallen tun. Du musst noch eine Sache dir aufschreiben. Und zwar musst du, kannst du für mich fragen, bei der Aurora-Basin, also da, wo die Comanchen leben. Kannst du fragen, wie viel dieses eine Holzhaus, was da steht, kostet? Wieso fragst du es nicht selber? In der Woche? Kannst ja mitkommen, dann klären wir das erst mit Claire und dann kannst du deine Frage noch stellen. Bonsoir. Einen schönen guten Abend, Marshall Noxel. Einen schönen guten Abend. Bonsoir. So geht es. Darf ich Ihnen erstmal eine Zigarre überreichen, Sir? Vielen Dank, Sir. Das ist schon fast ungewohnt, Sie mal ohne Zigarre zu sehen. Ja, weil ich immer Pfeife rauche, aber gut. Sie rauchen viel Zigarre. Zumindest haben Sie immer Pfeife. So? Wieso habe ich im Kopf, dass Sie Zigarrenraucher sind? Naja, oben im Office rauche ich schon mal die ein oder andere Zigarre in einem Vier-Augen-Gespräch. Das ist so korrekt, Sir. Das heißt, Sie haben schon verdammt viel bei uns oben im Office gesessen, Sir. Das ein oder andere Mal haben wir uns oben unterhalten, ja. Oh, ha. Können Sie sich schon gar nicht mehr erinnern. Mr. McGregor, wie geht's Ihnen? Sehr gut, Sir, und selber? Oh, wunderbar, ich kann nicht klagen. Marshall Knoxville, weswegen ich heute zu Ihnen komme. Sie sind ja an mich getreten, wegen diesem Lager, was da erbaut wurde. Ist das ein Lager gewesen? Oder, ja, soll man das Lager nennen, Häuschen, ich weiß nicht. Eine vorübergehende Zuhause. Vorübergehend. Genau, und da geht es darum, ich bin der Sache natürlich, wie ich es Ihnen auch versprochen habe, nachgegangen und... Es handelt sich da um hier die Miss Claire Blanc, die tatsächlich eins der Häuser in den Farmlands mieten wollte. Und da sie jetzt aktuell kein Zuhause hat, hat sie jetzt so ein Provisorium quasi da gebaut, bis eine Zusage ihrerseits kommt. Ja, sowas Notdürftiges. Ich habe ein Telegramm heute erhalten. Oh. Verdammt, ich habe gar noch nicht geguckt. Ich bin jetzt wirklich tatsächlich heute irgendwie, bin jeden Tag gerannt, okay? Nehmen Sie es mir nicht krumm, aber für diesen Müllhaufen, den Sie dorthin gezimmert haben, wollen wir Ihnen schon $400 aus der Tasche ziehen. Das habe ich, hallo, was sollte ich? Ich habe keine Dach unter dem Kopf, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ein Dach unter dem Kopf, okay. Auf die Kopf. Ich muss doch auch irgendwo eine zu Hause haben. Ich habe da extra ganz klein und einfach möglichst unauffällig, also ja, so unauffällig, wie es halt ging, no, habe ich das also gemacht. Also es war weder klein noch was unauffällig. Des Weiteren kam hinzu, dass sie dort sämtliche Gegenstände aufgebaut haben, die sie tatsächlich zur Verfügung hatten. Und ja, natürlich. Wenn sie die Straße aus Saint-Denis rausreiten nach Ennisburg, fällt ihnen dann da dieser kleine Müllberg dort auf. Ich muss doch auch irgendwie arbeiten und mein Geld verdienen. Ich muss ja auch dann mitzahlen, falls das mit dir alles klappt, ne? Ich kann ja nicht von Luft und Liebe alleine leben, also da müsste ich eh nur von Wenn Luft leben. Wenn Sie dort ein Zelt aufgestellt hätten, hätte keiner was gesagt, aber Sie haben ja tatsächlich die ganze Sache und Gut darauf gebaut. Ja, wie gesagt, weil ich ja auch arbeiten muss ein bisschen für mich. Und das machen Sie von zu Hause aus? Ja, ich arbeite nur für mich, dass ein bisschen Geld drankommt. Nichts Spezielles, halt meistens die so Nachbarschaftshilfe oder so gedöhnt. Naja. Dieses selbst zusammengeschusterte Häuschen war auf jeden Fall ein Schornfleck, der nicht in dieses Bild von Saint-Denis passt. Ja, das war auch nicht geplant, dass das lange da stehen bleibt. Das ist so korrekt. Aber wenn ich muss jetzt bezahlen $400, dann bin ich schon fast wieder pleite. Nein. Bin noch nicht so lang. Ein Sonderpreis 600. Was? Für Sie machen wir einen 600er doch einen Sonderpreis. No. Nein. No. Haben Sie Ihre Telegramme schon abgeholt? No, soll ich kurz rüberrennen? Naja, das wäre durchaus von Vorteil tatsächlich. Ich bin gleich wieder da. Telegramm.
Dich verarschen? Ja, dann werde ich... Ich habe gar keine Telegramme erhalten. Nun, das ist sehr seltsam. Weil ich war tatsächlich dabei, als wir es dem jungen Mann in diesem Telegrammstationshäuschen übergeben haben. Was wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, ich war tatsächlich dabei, als wir dieses Telegramm aufgegeben haben. Na, wieso habe ich dann nicht erhalten? Haben Sie die Namen falsch geschrieben? Oder nein. Ist ja gar nicht entgegengenommen. Richtig. Sehr merkwürdig. Ich habe keine einzige Telegramm erhalten. Dann bist du bald. Bitte? Was stand denn in diesem Telegramm drin? Dass die wöchentliche Miete 75 Dollar betreffen würde für das Haus, das Sie sich ausgesucht haben. Ja, das wäre okay für mich. Ich würde das gerne mieten zu dem Preis. Gut, und dann bekommen Sie als nächstes ein Telegramm mit dem Termin zur Übergabe. Och, ich hoffe, ich kriege die Telegramm dann, Mon Dieu. Das hoffe ich auch. Oder sollen wir das gleich im Anschluss machen? Ja. Dann suchen wir die Schlüssel raus. Nein, wir hätten noch Termine heute frei. Na, sehr gut. Es sei denn, Miss Blau möchte das nicht. Was möchte ich? Ich verstehe Sie fast nicht, verdammt. Ich kann nicht dafür, wenn Sie auf Ihren Ohren sitzen. Ja, muss vielleicht gut sein. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht so laut sprechen mit Ihren persönlichen Belangen, dass tatsächlich ganz Blackwater darüber Bescheid weiß. Ja. Und wir würden gleich die Schlüssel raussuchen, es sei denn, Sie haben keine Zeit, gleich die Schlüssel entgegenzunehmen. Doch, doch, ich... Dann würden wir das tatsächlich so machen, dann fahren wir gleich rüber nach Saint-Denis, machen soweit alles fertig und würden dann die Schlüssel unter die Matte legen. Ah, das wäre wunderbar. Dann kommt die Bretterbude auch endlich weg. Dann sind alle zufrieden. Ja. Und so sparen wir uns tatsächlich Kosten mit dem Abrissunternehmen, welches wir da hinschicken müssen. Das wäre natürlich dann tatsächlich sehr schade für Sie, weil Sie würden die ganzen Sachen, nicht mehr wiederfinden. Oh, verdammt. Ja, no, das wollen wir nicht. Sehr schön. Also sehen wir uns dann gleich ins Saint-Denis. Ich würde Ihnen anbieten, wenn Sie möchten, kann ich Sie gerne mitnehmen. Dann würde ich eine größere Kutsche rausnehmen und wäre mir eine Freude, wenn ich Sie fahren dürfte. Na, das können wir tatsächlich so machen, wenn Sie das möchten. Entführen Sie uns aus diesem Blackwater. Dann würde ich mal zum Stall gehen und würde die andere Kutsche holen gehen. Oh, vielen Dank. Wunderbar. Sehr gerne. Mr. McGregor. Ja, bitte. Ich möchte nicht unverschämt klingen, aber sehen Sie sich das Ganze an, was hier steht. Ich wäre Ihnen fast sehr verbunden, wenn Sie sich beeilen und uns hier einfach tatsächlich entführen. Genau. Ich müsste noch mit Ihnen tatsächlich was besprechen. Wegen der zweiten Angelegenheit, wo Sie mich drauf angesprochen hatten. Ja. Und da würde ich gerne mit Ihnen unter vier Augen reden. Ach so. Das kriegen wir hin. Aber dann würde ich jetzt erstmal die Kutsche holen und Sie entführen. Sehr wohl. Moin, moin. Ich hoffe doch, Sie wollen jetzt nicht von mir, dass ich Sie fessel und in die Kutsche schmeiße. Ja, trotzdem danke. Also, sehr gerne. Dann steigen Sie doch gerne ein. Und vergessen Sie die Schlüssel bitte nicht. Ich hole ihm die Schlüssel. Merci. Dann setzen wir uns schon mal rein. Okay. Fährt ihr jetzt mit die Marsche oder wie? Ja. User joined your channel.
Jetzt sind die Leute angefressen. Es ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm, dass wir jetzt in den Marsch fliegen. Ich verstecke mich hier richtig gut, ich bin nicht schuld. Oh nein, und da hinten kommt noch jemand. Oh, was ist denn wieder da? Ja, das ist ein Arzt. So. Die besten Bürger, die was von Marshall wollen. Ja, absolut. Das kann ich gar nicht verstehen. Ich auch nicht. Gehören alle verprügelt. Ja, echt mal weggesperrt. Hm. Oder, Physiker. Nee, mach mal anders. Das macht mehr Spaß. An die Kutsche anzeigen? Nee. Ey, aber nicht mehr auf die Füße, verdammt. Du bist doch langweilig. Hallo, du bist Bürgermeister und würdest du dich vielleicht ein bisschen benehmen? Contenance, ne? Ich bin doch dran. Ja, das Problem ist halt, er hat dann nur zweimal die Möglichkeit nachzudenken, wenn er zuerst umschießt. Der dritte kommt dann auf ihn zu. Ich hab's jetzt nicht reinstecken, aber mit dem Semi-Auto haben sie wenigstens 5 Möglichkeiten. Dann ist dann. Oder mit der Pampe. Ich hab ja auch noch die dabei, ne? So ist es nicht. Möchtest du nicht immer auf meine Füße ziehen, verdammt? Ich mach schon ein bisschen. Das ist die oder sonst muss ich dir auf die Schnauze hauen. Ich will ja. Tanz. Tanz. No. Ja, Mem, Sie fragten gerade nach Gewalt. Genau, da wurde gerade Gewalt angedroht. Ja. Nein. Nein, das war eine Aufforderung zum Tanzen. Eben. Das ist das andere. Ich habe keine Gewalt angedroht. Ich habe lediglich gesagt, ich hätte gern, dass sie tanzt. Wo sind meine Ballers, Schatz? Mich hast du noch nicht gefragt, ob ich tanzen möchte mit dir. Ja, jetzt, oh, ich würde ihn schlagen, das geht so nicht. Noch über den Unterschied zwischen mit mir tanzen und für mich tanzen ausphilosophieren, ja. Ne? Das hat er mich beides nicht gefragt. Und die dritte Version wäre Tanzbär. Also ich sehe. Also Frankie, du hast heute die Fettnäpfchen für dich gebachtet, kann das sein? Du bist so. ja, guck mal, ich falle sogar zu Füßen. Haben Sie den Penny gefunden, Mem? Ja, ich habe den Penny gefunden. Mhm. Ja, der ist mir gerade runtergefallen. Tut mir leid, ich wollte nicht an den Penny drücken, aber. Ne? Das ist ein Glückspenny, den behalte ich jetzt. Den stecke ich mir jetzt in die Hosentasche und dann habe ich immer Glück in der Hose. Sag ich mal so. Ja, also ich bin jetzt. Ja, lass mir das. Ich kann dir versichern, ich habe auch immer Glück in der Hose. Ja, aber das... Ja, vielleicht sollte man manchmal auch nachdenken, was man spricht. Also nein, das war ein anderer Spruch. Den habe ich neulich erst gehört von dem neuen Salonbesitzer am Valentine. Ma'am, Miss Dutton, wenn Ihre Schenkel sich streiten, ich gehe gerne dazwischen. Verdammt, es werden immer mehr Leute, oder? Wir kommen nie weg, verdammt. Das sieht tatsächlich so aus, wenn da... Ist das eine unangemeldete Demonstration? Oh, Mister! Ich komme die ganze Zeit auf, jetzt endlich fertig. Nur ganz, ganz kurz. Ich will es gar nicht so geheim. Danke! Sie kommen wegen Schlüsseln und so auf uns zu, ne? Ja. Wunderbar. Wir wollten uns so schnell bedanken. Und au revoir. Drückt sie sich auf Fahrten, Fritz. Mann. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich neben Ihnen sitze. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich... Ein Dank aus. Naja. Sie werden doch nicht pupsen, oder? Na, wer weiß, vielleicht manchmal. Oh. Hm. Ja, Gott sei Dank ist die Gucci offen und das ist ein bisschen lustig. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Doc. Machen Sie vorsichtig. Rüber. Und bringen Sie mir den Marshall am Missopal wieder heil zurück, verdammt. Naja, sie ist ja schon nicht mehr heil weggekommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wurde eingerenkt. Oha. Oh nein, es ist so schlimm gewesen. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist mir so unangenehm. Verdammte Scheiße, was hast du getan? Mich hat was umgerannt. Mein Pferd war ganz weit weg und ich wollte es einfach nur wegschicken. Und ausgerechnet geht es dann natürlich in diese Richtung von Frau Opal. Und dann habe ich das nur gesehen und dachte mir so, Scheiße. Und in dem Moment wurde sie umgerannt und... Ja, ich habe ihr noch schnell ein Tuch gebracht. War es Sekretärin, oder? Welcher war es? Nein, Wotan. Ah, Wotan. Ja, aber der Arzt hat es gesehen und hat gesagt, ihre Schulter hängt.
Oha. Oh nein. Herzlichen Glückwunsch. Er hat sie eingereckt und mir eine Spritze verpasst. Oh, ja. Dann ist wieder besser. Oder haben sie noch Schmerzen? Ich kann mir nicht erlauben, wenn du jetzt hier einen auf krank machst. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich will keinen Beruhigungstee, sondern eine Spritze, damit ich arbeiten kann. Oh, so eine Spritze. Eine Schmerzspritze in die Schulter bekam ich, direkt in den Muskel. Aua. Aua. Das hört sich schmerzhaft an. Danke. Naja, ich denke, sie kennen andere Spritzen. Ich sagte was von Spritzen, nicht von Spritzern. Ach so. Was? Ja, das sind die Nein, das sind das. Machen wir jetzt noch einen. Ach ja, Sondheim. Genau. In die Farmlands. Quasi direkt zu dem Häuschen. Also wenn ich anfange zu schnarchen, einfach nur schnarchen lassen. Ja, er vertreibt dann wilde Tiere. Also wenn ich ihm dann die Nase zuhalte oder ihn schlage, dann auch nicht, dann kriege ich die Häuschen mit. Ich mache nichts. Das machen Sie bitte nicht, weil dann kriegen Sie Ärger mit mir. Okay. Das war ja nur gut gemeint eigentlich, also so als Hilfestellung. Nein, doch nicht der Masche die Nase zu. Ich bitte Sie. Ach, man muss ja die Nase und die Mund, damit es funktioniert. Ja, richtig. Angekündigter Mord. Ja. No. Ich werde entführt. Schade. Getöten? Oh. Getöten. Marshall Noxo, mit solchen Aussagen muss man heutzutage ein bisschen aufpassen. Hm. Morgen geht das echt durchs County. Mr. McGregor entführt Marshall Noxo. Oh, ich kann schon die Schlagzeile sehen, Sir. Das war's mit der Bürgermeisterschaft. Ja, und Claire Blanc hat eine Morddrohung ausgesprochen und landet in die Knast und kann ihr neues Häuschen nicht genießen. Wunderbar. Und den Schandfleck nicht beseitigen, das lassen wir tatsächlich. Genau. Marshall, wenn wir unten bei den Farmlands sind, würde ich kurz nochmal mit Ihnen reden wollen eben, ne? Na, selbstverständlich. Wo Sie mich gerade dort schon mal antreffen, kann man sich auch tatsächlich gerade mal so spontan unterhalten. So ganz zufällig. Sie wissen gar nicht, wie oft ich das zu hören bekomme. Wenn ich dafür jedes Mal einen Dollar kriegen würde, müsste ich gar nicht mehr arbeiten. Ja, Scheiße. Bei mir geht's so. Das ist so ähnlich wie bei uns der Satz, ja, ich bezahle die Rechnung sofort, wenn ich bei der Bank vorbeikomme. Aber ich habe das gemacht. Ja, Sie schon, aber man muss sagen, von 100 Rechnungen kriege ich 100 Mal diesen Satz und nur 3 bis 4 Leute halten sich auch wirklich dran. Aber Mr. McGregor, kann ich Ihnen eine Sache sagen? Ich habe bei Ihnen noch nie eine Rechnung bezahlt. Oh, ich bin ein bisschen verwirrt. Sie haben ja auch noch nie eine Kutsche bei mir gekauft. Sehen Sie. Wird übrigens mal Zeit, Sir. Ich hätte sicher was für Sie. Eine Kutsche, die selber fährt. Da werde ich Ihnen wahrscheinlich nicht helfen können. Ja, und da haben wir wieder unsere Probleme. Aber Sie können doch sicher jemanden anstellen, der Sie fährt. Scheiße, Miss Opal kann keine Kutsche fahren. Ich rede ja auch nicht von Miss Opal. Einen eigenständigen Chauffeur, Sir. Ja, selbstverständlich. Den muss ich noch irgendwie unterhalten, den muss ich bespaßen. Da muss ich ihm sagen, wo er lang... Nein, danke. Und aufpassen, von links kommt eine Kutsche. Was? Links? Links kommt eine Kutsche. So, ja. Oh. Alles gut. Ich sehe die Schlagzeile schon. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich immer eine Kutsche sehe, habe ich immer so ein bisschen Angst. Also, das liegt aber auch daran, dass ich schon ein oder zweimal fast von einer Kutsche erwischt wurde. Also, das erste Mal schon und das zweite Mal fast. Die Herrschaften, Sie sitzen in der Kutsche vom besten Kutschenbauer im County. Wenn ich keine Kutsche fahren könnte, das wäre echt traurig. Das war ja nicht dich. Ja, ich vertraue den anderen halt nicht, die auf einen Zug gefahren kommen. Sind manchmal so schnell unterwegs. Ja. Der Herr ist sehr gemächlich. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man immer nach rechts ausweicht, aber dennoch gibt es den einen oder anderen, der nach links ausweicht. Nicht wahr? Oh ja. Aber es ist allgemein, ich sag's Ihnen ehrlich, Marshall, es sollte irgendwie ein Gesetz erlassen werden, was es verbietet, so schnell unterwegs zu sein. Die Menschen haben viel zu viel Stress. Und jetzt? Können Sie ja mal vielleicht drüber nachdenken.
Gesetz erlassen, das die Geschwindigkeit im County regelt. Und wer will diese Geschwindigkeit messen? Dafür haben sie ja die Sheriffs. Die müssen ja schauen, dass die Gesetze eingehalten werden. Ich glaube, die haben Besseres zu tun, nehme ich an, oder? Nachher kommen sie wahrscheinlich auch noch auf die glorreiche Idee zu sagen, man darf vor Fahrtantritt keinen Whisky mehr trinken. Nein, das, also da sage ich Ihnen ganz ehrlich, diesen Satz werden Sie von mir niemals im Leben hören. Ja. Ein Schotte ohne Whisky ist kein Schotte. Mal sehen Sie. Man kann doch nicht zu einem Whisky Nein sagen. Eben, das so ist ein Lebenselixier. Sehen Sie, und ohne das kann ich gar nicht jetzt aufstehen. Ja, und solange die Pferde nicht Whisky saufen, ist das alles halb so wild, oder? So nämlich. Übrigens, ich habe die Zeitung auch schon von den Sinners. Da kannst du dir auch noch mal den Artikel durchlesen. Ach so, die aktuelle. Ja, die aktuelle. Da steht das auch mit der Bürgermeisterin aus Armadillo. Aha. Ja, ich muss eh später mal in Ruhe die Zeitung lesen. Ja, ich habe 16 Stück. Sie haben sie mir ja gestern Abend nicht mehr gegeben. Sie haben mir gesagt, sie wollen mir die heute noch vorbeibringen. Ja, ich hab 16 Stücke in meiner Tasche. Ach so, ja, das passt. Du kannst mir gleich eine geben. Wieso tragen Sie so viele Zeitungen mit sich rum? Also einmal wir haben so ein Abo abgeschlossen, also bekommen wir eh immer 4 Stück. 10, um die halt so zu verteilen. Und 2 haben tatsächlich bei mir auch noch angefragt, ob ich die für sie mitnehmen kann. Deswegen habe ich gerade so viel Zeit. Also ich hätte auch Interesse an eine Zeitung. Was kostet so eine? $2. Aber, ja. Ja, da hätte ich definitiv auch Interesse. Meine erste Zeitung hier. Ich habe bisher noch nie irgendwie erfahren, wo man Zeitungen herkriegt. Ich lese sie jede Woche. Ich bin ein treuer Abonnent. Ja, ich würde ja auch, aber ich habe das irgendwie verpasst, wo man die herkriegt jeweils. Ich bin sogar gestern ganz spät abends nochmal nach Blackwater geritten, um die abzuholen. Ich bin immer ganz heiß darauf, die zu lesen. Ja, aber die sind auch schon zu Bett gewesen anscheinend. Was ich ganz gut fand, weil die wollten ja eh nochmal in ihrer Hochzeitsnacht arbeiten. Ja, davon abgesehen, muss man sagen, wir haben ja gestern schon gut was getrunken tatsächlich, ne? Ja. Das war ja eine feuchtfröhliche Feier. Ja, das war ganz interessant, als ich dann noch kurz bei den Woodlands da war. Mhm. Da waren dann noch ein paar Wölfe, die uns Hallo gesagt haben. So, und jetzt sehen Sie zu Ihrer Rechten oder je nach dem Linken meine schöne Zuhause. Ich dachte, das gehörte zur Farm. Nee. Ich hab mich schon gefunden. Was... Ich habe extra angeschrieben, dass es kommt weg in ein paar Tagen spätestens. Bitte sehr, die Herrschaften. Merci beaucoup. Ei. Oh, da ist so ein schönes Häuschen mit schönen Nachbarn. Mhm. Generell ist die Einrichtung echt schön. Die haben sich so viel Mühe gegeben bei den Farmlands. Das ist richtig schön. Muss man sagen, da hat Mörter gute Arbeit geleistet, als er da die Wochen hier Tag für Tag gearbeitet hat. So. Ja, bitte sehr, die Schlüssel. Vielen Dank. Sie dürfen sie gerne mal austesten. Die armen Blumen. Ja, wunderbar. Ich denke, wenn eine Tür geht, sollten alle gehen. Miss Blau, wenn Sie sich hier vor die Tür stellen und diese mal näher betrachten, sehen Sie oben im Türrahmen tatsächlich die kleine Geldkassette. Ja, schön. Ah, ja, genau. Ah, sehr gut. Das Schöne, was ich hier in den Woodlands finde, ist, es ist zwar nah an der Stadt, aber trotzdem sehr ruhig. Und da kann ich über längere Zeit die Konto, also von da wird die Miete abgezogen, wo das Geld da drin ist, oder wie? Genau, Ma'am. Und Sie können 3 Wochen Voraus bezahlen, wenn Sie möchten. Ah, sehr schön. Und jede Woche kommt der Hausverwalter vorbei, holt sich die $75 daraus und legt Ihnen wieder einen Zettel hinein.
wann die nächste Miete fällig wird. Ach, wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ja, dann vielen Dank. Ich freue mich, endlich meine schöne Zuhause. Sehr schön. Und wir freuen uns natürlich für Sie mit. Ja, und dass die Bruchbude wegkommt. Dann mache ich mich gleich an die Abriss dann nachher. Vielen Dank, Mann. Ja, dass er angefragt hat. Danke Ihnen. Aber, sein Angebot hat er heute bekommen. Achso, hat er auch jetzt ein Angebot bekommen.